willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ich bin heute mal wieder mit einem Mercedes-Benz Truck auf der Map Heilbronn unterwegs. Und ich glaube, ich habe ein ganz spannendes Thema im Gepäck, denn vor gut einer Woche habe ich ja meinen LKW-Führerschein gemacht. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich habe auch bestanden. Und heute soll es deshalb mal darum gehen, wie das alles so war, wie so eine Prüfung abläuft, was man alles beachten muss, wie sich ein LKW fährt, was ich so alles erlebt habe. Ja, und all das werde ich heute mal thematisieren. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt in den Kommentaren. Ich würde allerdings vorschlagen, bevor ich hier loslege, werde ich erstmal den Truck starten und die Lieferung hier annehmen. Und dann gucken wir gleich mal weiter. So, und was ich vielleicht noch vorweg sagen muss, ich habe nur den C-Führerschein gemacht. Das heißt, ich habe zwar den Mercedes-Benz hier, den wir jetzt hier auch sehen, so ungefähr in der Konfiguration gefahren. Aber ich bin eben nur mit einer Wechselbrücke gefahren und nicht mit einem Anhänger. Das heißt, ich habe nicht den CE-Führerschein und ich darf auch nicht gewerblich fahren. Also das ist dann nochmal die Königsklasse. Ich habe jetzt nur den einfachsten dieser LKW-Führerscheine gemacht. Wobei, es gibt ja noch C1. Das ist vermutlich wirklich der einfachste, aber danach kommt dann eben C. Und ich kann euch auch sagen, was der ganze Spaß gekostet hat, aber dazu dann gleich noch mehr. Erstmal machen wir den Motor an und wenn man die Zündung einschaltet, dann kommt genau diese Animation hier in dem Cockpit. Das finde ich ganz cool. Das Cockpit sah bei uns ein bisschen anders aus. Ich glaube, das kann man sich wie beim Auto so ein bisschen selbst zusammen konfigurieren. Und ich habe mir hier noch so eine Soundmod installiert. Und die klingt innen gar nicht so gut, aber außen klingt die verdammt gut. Deswegen mache ich mal das Fenster auf, dann hören wir auch ein bisschen, dann haben wir auch ein bisschen was davon, ne? Dann hören wir auch ein bisschen was vom Sound. So, und da müssen wir gleich mal gucken, was wir hier eigentlich jetzt genau aufladen. Aber das werden wir sicherlich gleich erfahren. So, zack. Jetzt piept das hier einmal, vermutlich weil ich noch Licht anhabe. Genauso klingt das übrigens auch in der Realität. Habe ich in der Prüfung erst erlebt. Da habe ich nämlich vergessen, das Licht auszuschalten. Und dann ging das Gepiepe los. Können wir jetzt direkt wieder ändern, indem wir die Zündung einschalten. Und dann gucken wir nochmal schnell, was wir hier geladen haben. Das sind Nylon-Schnüre. 10 Tonnen. Alles klar. Abfahrt. Aber hier. Zack. So. Und dann machen wir uns auf den Weg. So. Und dann fahren wir von Biberach nach, was habe ich hier? Nach Leingarten. Perfekt. Das ist übrigens das erste Mal für mich, dass ich jetzt, also die letzte Folge vom Euro Truck Simulator habe ich aufgenommen, bevor ich meine erste Fahrstunde hatte. Das war, glaube ich, irgendwann im September. Also ich glaube, im Oktober habe ich angefangen mit den Fahrstunden. Der lässt uns, hör mal. Das ist übrigens gar nicht so unüblich, also hier an so einer Stelle vielleicht schon. Aber Autofahrer sind teilweise netter, als man denkt. Also war jedenfalls bei mir so. Vielleicht lag es auch an der Fahrschule. Ich weiß es nicht. Also, dass da Fahrschule auf dem Truck stand. Na gut, jedenfalls, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich eigentlich anfange. Also die letzte Aufnahme habe ich gemacht, bevor ich die erste Fahrstunde habe. Und deswegen ist es für mich jetzt ein bisschen komisch, in einem Simulator zu fahren. Weil ich das ja jetzt wirklich aus der Realität kenne. Weil ich tatsächlich mit diesem LKW hier auch gefahren bin. Das Cockpit ist, obwohl das hier eine Modifikation ist, auch relativ gut gelungen. Also sowohl das Display vorne stimmt, als auch hier der Bildschirm an der Seite. Oben rechts kommt man auf so ein Menü und dann kann man alles Mögliche einstellen. Da kann man dann zum Beispiel die Liftachse heben oder andere Sachen machen. Ja, und darunter sind dann nochmal ein paar Schalter. Da kann man einzelne Dinge auch per Schalter dann bedienen. Wobei ich glaube, das sind gar nicht echte Schalter, sondern es sind irgendwie so Touch-Dinger. Hier auf dem Lenkrad, das ist auch so, wenn man zum Beispiel den Motorölstand kontrollieren will, dann muss man sich da so ein bisschen durch die Menüs, da muss man zweimal, da muss man einmal nach links wischen und dann glaube ich dreimal nach unten. Und das ist auch so eine, das ist irgendwie so ein Touch-Ding. Das kannte ich jetzt auch so aus dem Auto auch noch nicht. Aber ich meine jetzt, ich habe jetzt auch nicht das modernste, krasseste Auto von Mercedes. Deswegen, konnte man das vermutlich auch nicht kennen. Aber war für mich ein bisschen ungewohnt. Und ich meine, der Warnblinker sah auch ein bisschen anders aus. Und unter der Feststellbremse, unter der Handbremse hier,
sind eigentlich so zwei Buttons. Die sind nicht komplett verdeckt. Also das ist hier ein bisschen falsch angeordnet. Aber es geht schon relativ gut. Oder geht schon in die richtige Richtung. Und bevor man losfährt, muss man natürlich auch erstmal die virtuellen Spiegel hier richtig einstellen. Da muss man dann immer bestimmen, wie lang der LKW ist. Also sowas, das sind natürlich Details jetzt, ne? Wollen wir uns nicht drin verlieren. Hui! Auwei! Was haben wir jetzt? Haben wir einen Storno hier? Da kämpft er. Ich habe extra nicht die größte Motorisierung ausgewählt. Aber dass es so schnell so katastrophal werden würde, das hätte ich nicht gedacht. Machen wir mal den hier. Fahren wir ein bisschen an der Seite. Oh wei. Der quält sich richtig. Also sowas habe ich nicht gelernt in der Fahrschule. Was macht man in so einem Fall? Also ich würde jetzt rechts an den Hebel greifen, zweimal drücken und dann würde ich vom Eco-Modus, wo ich gerade, oder aus dem Economy-Modus, wo ich gerade drin bin, würde ich in den Power-Modus gehen und dann hätte der ein bisschen mehr Leistung. Aber das wäre jetzt auch das Einzige, was mir einfallen würde. Ich glaube, jetzt sind wir über den Berg, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ne? Er quält sich noch? Sind die hinten auch so? Ich weiß nicht, ob Sicherheitsabstand ist oder ob die auch Probleme haben mit der Steigung. Sehr herrlich, die Map hier. Das finde ich klasse. Hä? Was ist das dann? Ich bremse mal. Ja, jetzt geht's weiter. Und das stimmt übrigens auch mit den Gängen. Also selbst die Gänge werden ja angezeigt. Und selbst das ist realistisch. Es ist für mich jetzt irgendwie gerade interessant, weil ich habe jetzt vor der Folge auch nicht viel gespielt. Ich habe nur geguckt, dass alle Mods funktionieren und so. Deswegen ist das für mich jetzt auch interessant. Gut, aber jetzt können wir wieder fahren und dürfen natürlich 60 fahren. Und wenn man 60 fahren will, dann macht man das hier jetzt einfach in dem Fall so. Also wir sehen ja, 60 wurden erkannt. Dann drückt man hier einfach die Reset-Taste. Und dann erkennt er automatisch die 60, beschleunigt auf 60 und sobald es dann Geschwindigkeitsänderung gibt. Und das war auch so eine Sache, da war ich komplett überrascht von, dass das so möglich ist. Aber sobald man den Tempomat reingeschallert hat, hält er nicht nur automatisch den Abstand zum vorderen LKW oder zum vorderen Fahrzeug, sondern erkennt auch Geschwindigkeitsänderungen. Zumindest im Großteil der Fälle, also nicht immer, man muss schon wachsam bleiben, aber das funktioniert schon relativ gut und dann regelt er die Geschwindigkeit bei den entsprechenden Verkehrszeichen runter oder beschleunigt, je nachdem, was da eben für eine Änderung kommt. So, jetzt habe ich aber noch nicht viel zur Prüfung erzählt und was ich da eigentlich gemacht habe. Es war für mich jetzt irgendwie erstmal einfach interessant, das Fahrzeug hier nochmal so auf Realismus zu checken. Ist ja vielleicht auch ganz interessant für euch. Ich habe den LKW-Führerschein ja vor allen Dingen deshalb gemacht, weil ich 2022 die Trecker-Tour machen will. Und es gibt da, das ist gesetzlich alles ein bisschen kompliziert, aber wenn man mit einem Traktor Spaßfahrten macht, so nenne ich das jetzt einfach mal, also die nicht direkt zum land- oder forstwirtschaftlichen Zweck einsetzt, dann braucht man einen LKW-Führerschein. Den hatte ich nicht, den musste ich jetzt machen und ich muss euch ehrlich sagen, die Theorie, das war eine echte Qual. Also, das war jetzt nicht schwer oder so, das ist schon alles machbar, aber man muss ewig, also man muss ja erstmal, bevor man da überhaupt irgendwas machen kann, muss man sich erstmal anmelden, dann muss man da irgendwie von der Fahrschule die ganzen Termine für die Theorieeinheiten zugeteilt bekommen, dann muss man zum Arzt gehen, man muss einen Erste-Hilfe-Kurs natürlich nochmal machen, aber man muss eben auch zum Arzt gehen, muss da so ein ärztliches Gutachten anfertigen lassen, dass man auch wirklich geeignet ist, einen LKW zu führen. Und dann muss man vor allen Dingen erstmal warten, weil der TÜV in diesen Zeiten zumindest bei uns extrem lange gebraucht hat für alles. So,
Aber diese Wartezeit konnte man schon mal dazu nutzen, die Theorieeinheiten zu machen. Und das war jetzt wirklich nicht so spannend. Also man lernt, ich musste, ich meine, 6-mal Grundstoff machen und 10-mal C-Theorie. Wenn man CE macht, dann macht man natürlich noch ein bisschen mehr. Aber bei mir war es jetzt nur C. Das heißt 10-mal C und 6-mal Grundstoff. Das sind jeweils 1,5 Stunden. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Zeit, die da ins Land geht. Jetzt ist der PKW-Führerschein, ihr hört es an meiner Stimme, so alt bin ich noch nicht. Jetzt ist der PKW-Führerschein bei mir noch nicht so lange her. Das heißt, der Grundstoff sitzt noch so einigermaßen und ich fahre ja auch täglich PKW. Oder nicht täglich, aber relativ regelmäßig. Das heißt, so ein bisschen kenne ich die Grundlagen des Verkehrs schon. Und dementsprechend war das wirklich, also Grundstoff war extrem langweilig. Und C-Theorie... Ja, war streckenweise interessant, aber die Zeit hätte ich vielleicht einfach noch mehr in den Fragenkatalog und in das Büchlein da investieren können. Also das war jetzt nicht so meins. Es ist bestimmt nicht ganz unwichtig und gerade für Leute, die sich da ganz tief reinknien möchten, ist das bestimmt auch vielleicht ganz, ganz lehrreich, aber für mich war das jetzt nichts. Also da habe ich mich so ein bisschen durchgequält. Es war jetzt keine Katastrophe, aber so richtig spannend war das nicht. Naja, dann kam irgendwann die Theorieprüfung und nachdem da die Papiere endlich kontrolliert wurden und die habe ich im ersten Anlauf ja glücklicherweise direkt bestanden, hatte 3 Fehlerpunkte. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr welche. Ach doch, Verkehrszeichen. Ich habe bei einem Kreisverkehr, glaube ich, das falsche angekreuzt. Ich dachte mir noch, das ist Blödsinn, was du hier gerade machst. Trotzdem habe ich es gemacht und dann hat der Prüfer mich ja da auch nach vorne geholt und also nachdem dann alles fertig war, ne, und hat nochmal das mit so einem Grinsen kommentiert. Naja, aber das lief auf jeden Fall ganz gut und ich meine 10 Fehlerpunkte oder sowas darf man ja haben. Also, dann war die Theorie fertig und dann ging es weiter mit der Praxis und was ich dann erstmal gelernt habe ist, das erste was man mir beigebracht hat, nachdem ich natürlich die Grundfunktionen vom LKW beigebracht bekommen habe, war, dass man sich auf Landstraßen ist das nicht so wichtig, aber dass man sich vor allen Dingen in der Stadt an der Mittellinie hier orientiert. Also, dass man sehr nah an der Mittellinie fährt. Ungefähr so nah. Noch ein bisschen näher. So, ne? Weil die Straßen in der Stadt sind sehr eng, dann gibt es noch parkende Fahrzeuge. Einige Fahrzeuge parken auch ein bisschen scheiße. Viele Fahrzeuge parken sogar ein bisschen blöd. Dann sind wir auch so durch so Alleen gefahren, wo die Bäume teilweise schief sind. Da will man sich jetzt auch nicht den ganzen Truck kaputt machen. Das heißt, da muss man auch nochmal ein bisschen aufpassen. Dann springen da auch immer irgendwelche Leute zwischen den Autos vor. Dann öffnen sich da irgendwelche Fahrertüren auf magische Art und Weise, ohne dass da irgendjemand mal vorher geguckt hat und so weiter und so fort. Das heißt, man hat wenig Platz oft und deswegen muss man sich einfach in der Mitte orientieren. Das musste ich erstmal lernen, weil im PKW-Bereich, ne, da habe ich mich immer in der Mitte eingeordnet. Ah ja, es wird knapp. Das sind übrigens auch so Situationen. Wäre mir in der Fahrprüfung, glaube ich, so nicht passiert. Da ist man eigentlich mal ein bisschen vorsichtiger. So, das wird heute eine XXL-Laber-Folge. Aber ich hoffe, es ist einigermaßen interessant. Vielleicht kann ich auch gar nicht alles erzählen. Naja, so, dann, nachdem ich das gelernt hatte, war dann so die erste Schnupperstunde erledigt und mein Fahrlehrer Dirk, an der Stelle nochmal herzliche Grüße, würde er sie nicht angucken, aber das war wirklich ein guter Fahrlehrer. Warum, kann ich euch vielleicht auch später nochmal erzählen. Aber der hat dann gesagt, die erste Fahrstunde hier, das war erstmal für dich. Fühlt sich ready? Ist es was für dich? Oder sagst du, ist nichts für mich? Das hat er mich dann am Ende der Stunde gefragt und für mich war aber natürlich klar, Truckfahren, das macht Spaß. Also diese Langeweile, die man da irgendwie teilweise in den Theoriestunden erlebt hat, wie gesagt, das ist bestimmt wichtig alles und so, aber für mich war das, wie gesagt, nicht so doll. Aber diese Langeweile, die man da in den Theoriestunden hatte, wurde dann spätestens durchs LKW-Fahren ausgeglichen, denn das macht wirklich Spaß. So, dann sind wir da so ein bisschen durch Essen, durch Gelsenkirchen, durch Bottrop und so weiter und so fort getuckert. Also große Tour und man hat mal so einen Eindruck vom LKW bekommen und für mich war klar, das macht Spaß. Es ist anstrengend, man muss sich sehr konzentrieren und man muss auch ein bisschen was können.
Aber das ist schon eine coole Geschichte. Fahren wir mal mutig rein, ne? Bei sowas immer Blinker setzen. So, in der Prüfung habe ich immer Blinker gesetzt. Machen wir jetzt hier auch mal. Hätte ich natürlich auf der anderen Seite auch schon machen sollen. Und nachdem man dann so die Basics oder nachdem man das Fahrzeug kennengelernt hat und sich da irgendwie sicher fühlt, geht man dann natürlich in den nächsten Fahrstunden ins Detail. Man macht Autobahnfahrten, man macht Landstraßenfahrten, man macht Nachtfahrten und dann muss man auch noch für die Abfahrkontrolle ein bisschen was lernen. Und so ging das dann in den nächsten Monaten weiter. Man plaudert viel mit seinem Fahrlehrer und wie gesagt, man lernt eben das Fahrzeug kennen. Man lernt viele Situationen kennen. Und was ich so gelernt habe, bisschen spät gesetzt, was ich so gelernt habe während des LKW-Fahrens ist, dass Autobahnfahren wirklich sehr einfach ist. Also man hat einen Spurhalteassistent, man hat diesen Abstandsregler, man hat ein Tempomat, man muss noch ein bisschen lenken, aber das war's. Also da kann man sich wirklich entspannen. Der Rest wird eigentlich automatisch übernommen. Das ist komfortabel. Landstraße geht auch noch. Da sind die Straßen meistens ein bisschen breiter. Da kann man entsprechende Geschwindigkeiten fahren. Und man muss halt ein bisschen auf die Geschwindigkeitsänderung Acht geben. Aber das passt auch noch so einigermaßen. Aber Stadt. Stadt ist teilweise wirklich für Erwachsene. Also, lecco mio grande. Die Leute sind am Handy und ich war schockiert. Das ist mir vorher im Auto nie so aufgefallen, aber vom LKW, ich habe ja so ein A1, ne? Hier immer gucken, ne? Immer ein bisschen vom Gas gehen und gucken. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber ich war überrascht und schockiert zugleich, wie oft die Leute am Handy sind. Ich habe nur so ein A1, da sieht man das oft nicht oder ich achte da auch nicht so sehr drauf. Aber beim LKW, wo man dann halt auch sehr viel in den Städten unterwegs ist, war ich überrascht, wie oft die Leute nicht losfahren, weil sie an der Ampel noch schnell irgendeine SMS tippen oder sowas. Lastet bleiben, ist scheiße. Lastet bleiben. Also mir war es egal, ob ich da jetzt 2 Sekunden später losfahre, aber teilweise auch bei der Fahrt und dann wurden da so Schlangenlinien und das war wirklich, also ich glaube, es gab keine Fahrstunde, wo ich das nicht hatte. Also wo ich nicht mindestens einen mit irgendeinem Handy-Ding da erwischt habe oder erlebt habe. So, dann auch eine Highlight-Situation. Da hat sich jemand, ich glaube, ich komme heute gar nicht zur Prüfung. Ich muss hier noch eine Tour machen. Ach komm, wir machen heute einfach mal eine XXL-Folge hier draus. Ich mache direkt wieder, wir haben ja noch ein bisschen Lenkzeit, wa? Ich mache hier direkt, nehme ich noch. Ja, beruhig dich. Ausgezeichnet! Hör mal, als hätte er es gelernt. Na, ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell teilweise. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Wo bin ich hier? Was ist das? Warte. Geh mal auf die Karte. Leingarten. Cargotrass ist das, wa? Nee. Spinelli sind wir. Gut, gucken wir nochmal schnell. Auftragsangebot, Frachtmarkt und dann gucken wir mal bei Leingarten von Spirelli. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen was Kürzeres. Gar nichts. Ich möchte mal nach Versand, oh, Absender. Zack. Dann muss ich mal gucken, wo die jetzt hier sind. Also, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Wobei wir natürlich auch bei den Nachbarfirmen gucken könnten. Das ist ziemlich lang. Das auch. Das hier könnte was sein. Entweder die Tour oder vielleicht finden wir noch was Kürzeres. Ne, ich glaube, das ist die kürzeste Tour. Gut, dann nehmen wir von hier aus direkt Altverpackungen mit. 10 Tonnen nach Ellhofen. Machen wir. Gebongt.
Jetzt muss ich einmal vorfahren und dann wieder zurückfahren. Großes Kino. Oh, aus Versehen hier. Scheinwischer angemacht. So, Frachtmarkt. Geht das jetzt wohl bitte aus? So. Kann ich hier irgendwo wenden, ohne hier wenden zu müssen? Ich meine, ich kann jetzt zurücksitzen. Das kann man machen, das kann man auch gut sein lassen. Ich versuch's mal, komm. So. Ich weiß noch nicht ganz, ob der Platz da ausreicht. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Doch, ich glaube, es reicht. So. Aber aus der Innenperspektive werde ich es, glaube ich, nie können. Da muss ich erstmal noch den Führerschein für machen. Jetzt sollte sich da schon mal so ein bisschen querstellen. Und dann voll einlenken. Und Abfahrt. Dann machen wir heute mal eine XXL-Folge daraus. Warum denn nicht? Zur Feier des Tages. Abschlussvideo. Letzte Euro Truck Simulator Folge 2021. So, laden wir schnell die Fracht auf und dann geht das weiter. Zack. Und da haben wir es wieder. Woran liegt es denn nur? Na, am Licht nicht. Das ist übrigens tatsächlich unten links der Lichtschalter für Standlicht und Abblendlicht. Aber kann man natürlich auch digital einschalten. Ich finde das so herrlich. Das ist ja für mich das erste Mal, oder, also zumindest im Euro Truck Simulator, dass ich ein Fahrzeug jetzt richtig intensiv gefahren bin und es danach erst im Simulator mir nochmal anschaue. Deswegen ist das so herrlich für mich. Das ist irgendwie, kann vermutlich niemand nachvollziehen, aber es ist irgendwie ein etwas absurdes Gefühl. So. Gut, also, wo waren wir? Ich war bei den Fahrstunden und bei den Erlebnissen. Wie gesagt, es sind unglaublich viele Menschen am Handy. Lasst es bleiben. Also, von sehr schwierigen Manövern über... Auch Überholmanöver. Da war eine richtig dumme Tussi, die, ich muss es mal so sagen, die hat uns erst wirklich riskant überholt. Da war eine durchgezogene Linie, ich weiß nicht, wie das im Fachjargon heißt, aber ich nenne es immer durchgezogene Linie. Ich bin da schön lang gefahren, aber es war halt auch ein bisschen kurvig, deswegen kann ich da keine 50 fahren. Geht halt einfach nicht, sonst liegt das Ding irgendwann auf der Seite. Deswegen muss man da ein bisschen Piano machen. Und das hat der Dame irgendwie nicht gefallen und dann hat sie da mit ihrem Fiat irgendwas, glaube ich, überholt. So, durchgezogene Linie, riskantes Manöver. Hätte ihr das wenigstens was gebracht, hätte ich gesagt, okay, vielleicht hatte sie es einfach eilig. Hat sie aber nicht, denn an der nächsten Kreuzung waren wir natürlich hinter ihr. Die Ampel war rot, sie musste warten, ich kam dann da angetuckert. Die Ampel sprang dann auf grün, wir standen alle. Und die Dame, die mich gerade noch so riskant überholt hatte, weil man, so denkt man ja, ne, weil sie es vermutlich eilig hatte, war dann am Handy und hat dann die grüne Ampel verpasst. Ja, dann haben wir gewartet. Und dann irgendwann ist sie aufgefallen. Und dann ging's los. Es gab natürlich auch einige unrühmliche Manöver, die ich im Rahmen der Fahrschule dann oder im Rahmen der Fahrstunden dann da hingelegt habe. Es hält sich ehrlicherweise in Grenzen, aber das erzähle ich euch vielleicht in der nächsten Folge. Das wird dann vermutlich die heutige Folge sprengen. Aber man erlebt auf jeden Fall einiges und
muss halt auch relativ wachsam so im Verkehr sein. Irgendwie, also wenn ich Auto fahre, das ist irgendwie so eine Routine. Aber beim LKW muss man auf so viele Dinge achten. Man muss auf viele Verbotsschilder achten, man muss auf Höhen achten, bei Brücken. Der Mercedes, den ich da gefahren bin mit der Wechselbrücke, war knapp 10 Meter lang, 4 Meter hoch. Auch da ein bisschen weniger, aber knapp 4 Meter hoch. Oh, grüß dich, in der Kurve überholen, das ist genau das, was ich meinte. Und 2,55 Meter breit. Die Breite ist vor allen Dingen in der Stadt ein Problem, aber die Höhe ist halt bei Brücken recht wichtig und die Länge darf man eben auch nicht unterschätzen. Da muss man relativ wachsam sein. Da gibt es auch noch irgendwelche Sonderregelungen für LKW, die dürfen teilweise dann nur 30 fahren oder dürfen auch gar nicht in Straßen reinfahren. Dann gibt es Umleitungen, die man erkennen muss und so, also eine ganze Menge. Da muss man also ein bisschen wachsam sein und deswegen fällt einem vermutlich auch mehr im Verkehr auf und man sitzt eben auch sehr erhöht und kann da mehr beobachten. Ja, man erlebt viele skurrile Manöver. Ich bin dann da immer nur mit meinem Truck durch die Stadt, übers Land, über die Autobahn gefahren und habe nach und nach die ganzen Funktionen vom LKW hier kennengelernt. Und kurz vor der Prüfung hatten wir nochmal so eine Hardcore-Fahrstunde. Also die war wirklich heftig. Da bin ich dann nämlich nur Stadt gefahren. Und da auch nur so 30er-Zonen und dann über zwei Spuren abbiegen und dann wieder die nächste und dann parken da überall Autos, dann überall rechts vor links und sowas. Das war wirklich, also da war man wirklich sehr angespannt. Wir sind wirklich anderthalb Stunden nur durch so für LKW ungeeignete Straßen gefahren. Ja, und das war natürlich... anstrengend, möchte ich sagen. Aber auch das kriegt man alles hin. Man muss sich halt ein bisschen überlegen, was man wie wo macht. Wo man durchkommt, wo man nicht durchkommt. Wen man vorbeilässt, wen man nicht vorbeilässt. Ja, solche Dinge. So, wie viele Fahrstunden ich jetzt genau gebraucht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn auch bei der praktischen Fahrstunde war wieder der TÜV das Nadelöhr. Nach meiner ersten Fahrstunde wurde ich bereits so auf so eine Liste gesetzt. Und man hat sich dann um meinen Prüfungstermin bemüht. Und 2,5 Monate später habe ich dann endlich den Prüfungstermin bekommen. Das heißt, das hat 2,5 Monate gedauert und ich denke, so die letzten 3 Wochen, die ich da hatte bei den Fahrstunden, also die letzten 3 oder 4 Termine, die hätte man sich sparen können. Das sind dann insgesamt 6 bzw. 8 Fahrstunden gewesen. Also 4 hätte man auf jeden Fall einkürzen können, 6 denke ich auch. Das war einfach nur, um in Übung zu bleiben, weil der Prüfungstermin eben erst Ende Dezember war. Ja, das liegt irgendwie an der Pandemie und all dem, was da irgendwie dazugehört. Also, ja, keine Ahnung. Da musste man auf jeden Fall sehr lange warten. Ist aber, glaube ich, auch in anderen Teilen von Deutschland so. War dann eben so und hat den Kohl jetzt auch nicht mehr fett gemacht. So, aber wie viele Fahrstunden ich jetzt insgesamt hatte, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachzählen. Ich nehme, also 10 muss man, glaube ich. Und dann hatte ich vermutlich so 20 oder so. Vielleicht waren es mehr, vielleicht waren es weniger. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber wie gesagt, hätte man nicht unbedingt gebraucht. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht und macht ja auch Spaß, LKW zu fahren. Dann kam irgendwann der große Tag und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte an keinem Tag, wo es dann hieß, LKW-Fahrstunde, hatte ich irgendwie keine Lust oder so. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, aber am Prüfungstag, da dachte ich mir, ach, weiß ich nicht, ob ich heute Lust drauf habe. Ich war nämlich sehr nervös, weil das eben so lange gedauert hat und ich ein bisschen Sorge hatte, wenn ich jetzt diese Prüfung dann nicht bestehe. Da muss ich wieder 2 oder 3 Monate warten. Und da hatte ich wenig Lust drauf. Deswegen dachte ich mir, ich muss das auf jeden Fall bestehen. Und entsprechend nervös ist man dann natürlich. Und unentspannt. War ich halt 9 auf dem Platz. Und dann ging es um 9 Uhr los. Und dann kam der Prüfer. Vor mir, der Prüfling, hatte auch schon bestanden. Und das erhöht den Druck dann nochmal. Da will man natürlich erst recht auch dann bestehen. Ne? Und dann war ich an der Reihe, da kam mein Fahrlehrer hat sich noch mit einem anderen Fahrlehrer unterhalten. Der hat da gerade irgendwie den Bus repariert oder getestet oder so, der steht da auch auf dem Platz. Und ich war dann an der Reihe, Prüfer hat mich begrüßt und dann geht's los. Dann holt der Prüfer nämlich seine 10 Karten raus und dann darf man sich eine dieser Karten ziehen und muss dann 6 Fragen beantworten. 7 stehen drauf, die letzte Frage ist immer für den Bus.
Man selbst muss eben dann 6 Fragen beantworten. Und das sind dann so Fragen wie zum Beispiel Fahrtenschreiber. Hier oben ist ja der Fahrtenschreiber, den muss man bedienen können. Da muss man die Symbole kennen, da muss man die Bedienelemente kennen, muss vorführen können, was man da alles, oder muss man zumindest erklären können in der Theorie, was man da alles einstellen muss und kann und soll. Wie das mit der Karte funktioniert, was auf einem Ausdruck alles draufsteht und solche Sachen. Dann gibt es so Sachen zur Druckluft, zu den Bremsen, das muss man erklären, zur Ladungssicherung. Dann geht es auch darum, wie man hier zum Beispiel bestimmte Elemente im Cockpit bedient. Man muss die Pedalwege mal durchschauen, da darf natürlich keine Colaflasche hinten sein oder sowas, die dann irgendwie unter die Pedale rutschen könnte oder irgendwas anderes, was hier rumfliegen könnte. Solche Geschichten, dann muss man das Warndreieck zeigen, da auch immer wichtig die DIN-Nummer, dann muss man die Warnweste zeigen, die Warnleuchte. Man muss die Reifen erklären, man muss Reifengröße und sowas mit dem Fahrzeugschein abgleichen, man muss Tragfähigkeit, Höchstgeschwindigkeit oder also den Index davon erklären können. Was muss man noch alles machen? Ach, also es ist eine ganze Menge, was man da irgendwie erklären, zeigen und vorführen muss. Das ist alles machbar, das ist alles kein großes Ding, aber man muss es halt einmal durchschaut haben und dann ist das alles relativ gut machbar. Ich habe das auch soweit hinbekommen. Ich hatte einen kleinen Patzer drin, sage ich mal. Ich habe mich einmal kurz ein bisschen ungeschickt angestellt. Da sollte ich die Seitenmarkierungsleuchten anschalten. Und dann ging hier natürlich das ganze Gepiepe los, wie eben auch, ne? Deswegen fand ich es ein bisschen lustig, weil die Zündung nicht eingeschaltet war. Oder die Zündung war vielleicht eingeschaltet. Irgendwas hatte auf jeden Fall gepiept, während ich das da gezeigt habe. Aber war jetzt auch nichts Wildes, konnte ich alles erklären, was auf den Karten drauf stand. Und nach der 4. Frage, das hat mich ein bisschen gewundert, hieß es, ja, dann war es das ja jetzt schon, oder? Und dann habe ich den Prüfer freundlich darauf hingewiesen, weil ich wollte natürlich keinen Ärger bekommen und mir hat das jetzt auch nichts ausgemacht, die letzten Fragen dann auch noch zu beantworten. Deswegen habe ich den freundlich darauf hingewiesen, dass da jetzt eigentlich noch 2 Fragen kämen. Und habe dann so gefragt, soll ich das jetzt noch beantworten oder soll ich das lassen? Ich muss auch sagen, es war ziemlich kalt draußen. Aber ich glaube, er hat nicht so ganz mitgezählt. Und ich habe noch einen anderen Verdacht, dazu aber gleich mehr. Naja, dann hat er gesagt, 2 Fragen noch. Zeigen Sie mal. Ja gut, nee, dann beantworten Sie die auch noch. Gut, dann habe ich die also auch noch beantwortet. Ein bisschen flott hier, ne? Und dann waren wir mit der ganzen Geschichte durch. Dann hieß es, setz dich mal rein. Habe ich mich also reingesetzt. Fahrlehrer hat auch Platz genommen. In der Mitte. Also das ist hier ein bisschen anders angeordnet. Hier gab es 3 Sitze in meinem LKW. In der Mitte der Fahrlehrer und an der Seite dann eben der Fahrprüfer. Und dann hat er da irgendwelche Dokumente ausgefüllt und ich musste einfach nur warten und nichts machen. Und dann irgendwann hieß es, so, fahren wir los. Und dann kam die nächste Überraschung bei meiner Fahrprüfung. Denn ich dachte, und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war, wenn ihr schon einen LKW-Führerschein gemacht habt. Ich dachte, der Fahrprüfer gibt die Befehle. Also der sagt, wir wollen jetzt hier links fahren, wir wollen jetzt hier rechts fahren, wir wollen hier mal fahren und so weiter und so fort. Also der bestimmt die Strecke. Ich glaube, das ist auch in den meisten Fällen so. Bei mir hat das allerdings der Fahrlehrer angesagt. Und ich glaube, der hat das auch nach eigenem Ermessen gemacht. Mein Fahrlehrer hat dann natürlich auf der Strecke, die wir da abgefahren sind, alles eingebunden, was so ein Fahrprüfer sehen will. Quatsch, nicht blinken. Der hat alles eingebunden, was so ein Fahrlehrer sehen will. Also es gab mal ein Verbotsschild, was ich erkennen musste. Dann sind wir ein bisschen Autobahn gefahren, Landstraße waren wir auch ein bisschen unterwegs. Wir sind in Wohngebieten gefahren mit 30 und rechts vor links und so einem Kram, den musste ich erkennen. Dann sind wir über zweispurige Straßen gefahren. Das ganze Programm, was man so in der Fahrschule eben in den Fahrstunden lernt. Alle Komplikationen, alles, worauf man so achten muss. Aber mein Fahrlehrer hat die Strecke da vorgegeben und deswegen kannte ich natürlich die ganzen Straßen, wo wir lang gefahren sind, schon aus den Übungsstunden. Ich glaube, wir können hier
bleiben, ne? So, was ist das jetzt hier? Darf man jetzt hier 80 fahren oder darf man... Eigentlich darf man nur 60 fahren, ne? Obwohl eine bauliche Trennung liegt hier vor. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Komm, fahren wir mal 80. Aber nee, 70 darf man nur fahren. Aber wir fahren mal schlanke 65. Damit machen wir nichts falsch. Könnt ihr in den Kommentaren alle nochmal mich aufklären, was jetzt hier wirklich dran gewesen wäre. Ich glaube, ich weiß nicht, was das für eine Straße gerade war. Aber vermutlich war das so eine Kraftfahrstraße. Also dann darf man, glaube ich, auch 80 fahren. Hier halt jetzt 70, beziehungsweise hier jetzt 60. Ja, hier sind sie jetzt auch 60 angezeigt, ja. Ja, dann stimmt's. Dann hätte man eben 70 fahren dürfen und hier jetzt 60. Gut, aber wie auch immer, also dann sind wir eben die Straßen da lang gefahren, die ich schon aus den Prüfungsstunden oder aus den Fahrstunden da kannte. Und das ist natürlich ganz gut. Das schützt einen nicht davor, dass man irgendeine Vorfahrtsregelung übersieht, dass man irgendwelche Verkehrszeichen übersieht, dass man irgendwem die Vorfahrt nimmt, dass man irgendwelche dummen Manöver macht oder sowas. Das nicht. Aber dadurch, dass man das so ein bisschen kennt, weiß man auf jeden Fall, wo man sich dann... Ja, es gibt einfach ein etwas besseres Gefühl. Deswegen war ich da ganz dankbar. Auch das hat mich allerdings gewundert. Und dann hieß es irgendwann, dann sind wir von der Autobahn runtergefahren, sind nochmal auf so eine etwas größere Straße gefahren. Dann habe ich nochmal da so ein Verbotsschild da gesehen und gesagt, jetzt müssen wir hier rechts oder links fahren. Das war auch lustig. In der Prüfung sind wir auf so einer Landstraße. Das war eine Strecke, die kannte ich noch nicht. Also alle kannte ich jetzt auch nicht, aber so ein paar gefährliche Stellen kannte ich eben aus den Fahrstunden. Und da sind wir auf so einer Straße, so eine ausgehende Stadtstraße gefahren. Und dann kam da so eine Kurve und in der Kurve stand ein LKW. Und da hat dann einer mit einem Stapler, mit so einem Stapler, den man hinten an den LKW dran steckt. Das ist auch eine wilde Sache hier, ne? Aber es funktioniert. Da hat dann jemand mit so einem Stapler, den man hinten dran steckt, hat dann den LKW auf der Straße quer über die Straße entladen. Das war natürlich viel zu eng. Die Autos konnten auch so gerade daran vorbeifahren, aber mein LKW hätte da nicht dran vorbeigepasst. Und dann habe ich auch, da habe ich so gesagt halt, also ich würde jetzt hier stehen bleiben, ich weiß nicht. Und dann haben die, meinte der Prüfer da vom TÜV auch, ja, ist wohl besser so, ne? War aber auch ein total netter Typ, also total umgänglich, war jetzt keiner, der einen da irgendwie reinreiten wollte. Und dann haben wir da erstmal gewartet. Allein dadurch sind, glaube ich, 5 Minuten verschwendet worden, weil der da halt die ganze Zeit entladen hat, ne? Und dann haben sich dann noch über den Gabelstapler unterhalten, der Fahrlehrer und der Prüfer, was der so alles kann, was die Gabelstapler heute so alles machen können und so. Allgemein haben sie sich über jede Menge unterhalten. Und dann gab es da auch einen komischen Typen, der hat sich freundlich bedankt. War auch eine lustige Situation. Ich stand am Stoppschild gegenüber von mir stand und wollte abbiegen. Gegenüber mir, von mir stand einer, der hatte auch ein Stoppschild und wollte aber geradeaus fahren. Das heißt, er hat Vorfahrt, ja. Und er hat dann angehalten, er hat dann nicht angehalten und ist einfach durchgefahren und hat sich freundlich bei mir bedankt. Und musste ich so ein bisschen grinsen, weil ich mir dachte, wofür hat er sich jetzt bedankt? Und dann hat der Fahrprüfer gesagt, ja, wofür hat er sich jetzt eigentlich hier bedankt? Und da meinte der Fahrlehrer der Fahrlehrer meinte dann, vielleicht dafür, dass er da vorne nicht anhalten musste. Also es war ein bisschen lustig, die waren auch ein bisschen zum Scherzen da aufgelegt. Es war eine entspannte Atmosphäre im Truck. Und der Opi, der da sein Stoppschild missachtet hat, sich aber noch freundlich bei mir unnötigerweise bedankt hat, hat die Stimmung da auch aufgelockert. Naja, gut, dann hieß es irgendwann, fahren wir wieder auf den Platz und dann habe ich meinen Führerschein ausgehändigt bekommen. Trotzdem frage ich mich immer noch so ein bisschen, warum da schon nach 4 Fragen fast das Ende eingeläutet wurde und warum der Fahrprüfer die Strecke vorgegeben hat. Und ich persönlich nehme an, dass der Prüfer, der mich da geprüft hat, jetzt kein Haupt... oder in erster Linie im... ich glaube, es gibt Prüfer beim TÜV, die machen in erster Linie PKW- und LKW-Prüfungen. Und die machen auch so gut wie nichts anderes. Und ich glaube, der Herr, der mich da allerdings geprüft hat, der hat da sicherlich auch irgendeine Qualifikation für, sonst kann man es ja nicht machen. Aber der hat das noch nicht so oft gemacht und kam eigentlich aus einem anderen Bereich. Und
wird vermutlich auch irgendwann wieder in einem anderen Bereich arbeiten, weil der hat auch irgendwas von so einer Fahrzeugprüfung irgendwie vom Audi-Zentrum hier in Essen geredet, dass er da oft ist, dass da oft mit irgendwem zu tun hat. Was ist das denn hier? Lässt er mich einfach nicht rein. Das ist dumme Schmal. Und ich glaube, dass er einfach so ein bisschen fremd war. Aber also ich glaube, er hätte schon erkannt, ich meine, irgendwelche Vorfahrtsregelungen und so, die kennt man ja, und die Verbotsschilder und so, die kennt man vermutlich auch. Er hätte schon erkannt, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht hätte. Habe ich aber nicht, und es war wirklich ein netter, entspannter Prüfer. Ja, und dementsprechend habe ich das dann bestanden. Und wie gesagt, also einmal habe ich zu spät geblinkt. Man muss, wenn man mit einem LKW in der Stadt fährt, da muss man, oder auch auf dem Land fährt, und irgendwie die Spur wechseln will, wie jetzt hier zum Beispiel, da muss man immer früh genug blinken. Weil man hat ja nicht nur so einen kleinen PKW, sondern man hat einen relativ langen Truck. Und da braucht man eine entsprechend große Lücke, und da muss man dann früh blinken, damit man überhaupt noch eine Chance hat, den Spurwechsel zu vollziehen. Das habe ich an einer Stelle ein bisschen zu spät gemacht. Da gab es einen freundlichen Hinweis von meinem Fahrlehrer. Freundlich verpackt, aber bestimmt. aber das war jetzt auch keine Katastrophe. Also nichts, was irgendwie die Prüfung hätte beenden lassen können. Aber sonst habe ich, glaube ich, keinerlei Fehler gemacht. Also der Fahrlehrer hat sich auch nicht gemeldet in irgendeiner Form oder hat gesagt, da hätten sie aber nochmal besser aufpassen müssen oder da hatten sie aber Glück oder so. Und da habe ich ein Auge zugedrückt. Das gab es alles nicht. Also ich glaube, ich habe den Job da nicht ganz schlecht gemacht. Ja, und am Ende des Tages bin ich froh, dass ich es jetzt fertig habe, dass ich jetzt die Geschichte hier abgeschlossen habe, dass ich den LKW-Führerschein habe, und ich muss euch ehrlich sagen, wie es ist, es hat auch einfach Spaß gemacht, mit einem LKW unterwegs zu sein, einen LKW zu steuern, das alles mal kennenzulernen. Ja, und jetzt habe ich den Eintrag im Führerschein. Gewerblich darf ich, wie gesagt, nicht fahren, Anhänger darf ich auch nicht fahren, aber für die Zwecke, für die ich das haben wollte, reicht's. Und wenn ich irgendwann mal einen Wohnwagen habe oder sowas, kann ich damit auch fahren. Werde ich, glaube ich, nicht haben, aber ginge. Tja, das war's. Das waren die Dinge, die ich so erlebt habe. So war die Prüfung. So ist das alles zusammengekommen. So war der Verlauf des Führerscheins. Ich habe es jetzt ein bisschen durcheinander erzählt. Ich hoffe, ihr seid da so einigermaßen mitgekommen. Aber das sind jetzt einfach so... Ja, das sind ein halbes Jahr, habe ich jetzt einfach mal in einer halben Stunde, oder wie lange das Video jetzt hier geht, so zusammengefasst. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Oh! Sagen Sie mal! So. Eine Katastrophe. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 8 Kilometer noch, okay. Na gut, das kriegen wir wohl hin. Ja, schreibt mir, wie gesagt, gerne mal eure Geschichten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal einen LKW-Führerschein gemacht. Sind ja erstaunlich viele. Da übrigens an der Stelle nochmal vielen Dank an alle LKW-Fahrer unter euch. Also da muss ich auch nicht LKW-Fahrerinnen sagen, sondern nur LKW-Fahrer, weil es waren auch nur LKW-Fahrer, die sich da gemeldet haben. Aber viele von euch, die auch so einen Schein haben oder das vielleicht sogar hauptberuflich machen, die haben mir geschrieben und gesagt, Ansgar, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne. Ich fahre LKW seit so und so vielen Jahren. Und wenn du irgendwas wissen willst, dann stehe ich dir gerne zur Verfügung. Da an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Was ist denn los? Ich dachte, ich habe... Ah, jetzt habe ich Abblendlicht. Man sieht das hier nicht auf dem Display. Man sieht es nur unten so ein bisschen. Aber so müsste jetzt Abblendlicht sein, ne? Ja. Scheiße, da. Keine gute Figur hier gemacht. Gerade frisch den Lappen und dann solche Fehler. So eine Schoten hier. Bei mir hatte das Ding aber, glaube ich, auch irgendeine Automatik. Ich glaube, ich habe das gar nicht selbst eingestellt. Also, ich wusste, wie man es einstellt. Da unten auf dem Schalter oder eben halt hier in dem Display. Aber ich habe es nicht selbst eingestellt.
Aber wie gesagt, vielen Dank an jeden, der mir das da angeboten hat. Das fand ich wirklich super und weiß ich sehr zu schätzen. Ach ja. Und ich bin auch wirklich glücklich, dass ich das im ersten Anlauf geschafft habe. Der Dirk, mein Fahrlehrer, der hat mir auch immer mal, also ich habe mich immer mal erkundigt oder wir haben immer mal so über Dinge, die er so erlebt hat, gesprochen und er hat sehr viel erzählt, sehr viel von sich erzählt, aber was mich natürlich immer interessiert hat, war, wie gut sind andere Fahrschüler, was haben die für Fehler gemacht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durchfällt bei der Prüfung, sowas hat mich halt interessiert. Und da hat er mir auch immer ein bisschen erzählt und da hat er mir von einem erzählt, der in der Fahrschule dreimal durchgefallen ist, der dreimal Vorfahrtsregeln missachtet. Dreimal Prüfung Ende. Das muss auch wirklich ein... Aber er will es noch ein viertes Mal probieren. Vielleicht hat er es mittlerweile gemacht, ich weiß es nicht. Hoppla. Aber... Das war, ja, das hat natürlich... Da dachte ich mir, oh wei, wenn mir das auch passiert. Aber am Ende des Tages habe ich ja Gott sei Dank keinen zweiten Anlauf gebraucht. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Also, das ist schon alles schaffbar. Und es ist wirklich keine Wissenschaft, irgendwie so einen LKW zu steuern. Ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, es ist nicht für jeden was. Also, man muss erstens Spaß daran haben, ein Fahrzeug zu steuern. Und man muss sich auch bewusst sein, was man da steuert. Also, der LKW ist nicht das Fahrzeug, dem... Oh, nee! Nee! Komm, papidi-wupidi. Was soll das jetzt hier? Muss ich hier den Umweg fahren? Mal gucken, wie ich jetzt hier fahre. Oh, nee! Das ist ein Oh, nee, das ist ja ein riesiger Umweg. Oh, nee, Leute. Oh, nee! Okay, ich glaube, das machen wir mal schnell im Zeitraffer. Weil das ist ja ein riesiger Umweg. Die Folge ist sowieso schon viel zu lang. Ich habe noch nie so eine lange Euro-Truck-Simulator-Folge hochgeladen. Das ist viel zu lang hier alles. Das darf nicht wahr sein. Ich war 8 Kilometer, hatte ich eben schon. Und es müssen dann am Ende noch so 6 oder 5 gewesen sein. Und jetzt sowas. Nee. Kann nicht wahr sein. Kommen Sie so an. Gut, ich fahre mal schnell im Zeitraffer. Machen wir hier ein bisschen so. Oder ich kann auch mal von außen fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt durfte ich allerdings endlich abfahren. Also das war ein großer Umweg und ich glaube, es war auch ganz gut, dass ich das jetzt hier nochmal schnell im Zeitraffer gemacht habe, denn das waren nochmal 10 oder 15 Minuten, die das gedauert hat und das hätte die Folge nur unnötig lang gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier um die Kurve kommen. Das sieht aber ganz gut aus. Ich war eben mal ein bisschen zu schnell und ich glaube, ich hatte auch einen Unfall. Das war nicht beabsichtigt, aber irgendwie hat mich jemand nicht reingelassen, obwohl ich dachte, der lässt mich rein. Also, auch im Euro Truck Simulator setzt sich fort,
was, oder im Euro Truck Simulator setzt sich fort, was vor dem LKW-Führerschein auch schon der Fall war. Ich gebe mir Mühe beim Fahren, aber es ist doch schon noch was anderes als in der Realität. Da hatte ich übrigens keinen einzigen Unfall. Ja, ihr könnt jetzt auch wieder mit euren Jokes kommen. Ah, der Ansgar hat einen LKW-Führerschein, klappt die Bordsteine hoch. Ja, ja, die alten Gags. So, was ich aber... mir sind einige Sachen gerade nochmal schnell in den Sinn gekommen, die ich jetzt eben noch gar nicht erwähnt habe. Was ich... Oh, das ist ein Klassiker! Ich glaube, jetzt habe ich es noch geschafft, ne? Aber gerade so. Man muss immer hier in dem Spiegel sieht man das und da soll man immer vor der Linie zum Stehen kommen. Was ich eben noch sagen wollte war, ich glaube nicht jeder ist dafür geeignet. Also das ist alles machbar, der LKW-Führerschein und es ist jetzt auch nicht schwer oder so. Es ist ein bisschen Fleiß und eben auch ein bisschen irgendwie Lust und Verständnis fürs Fahrzeug und Bewusstsein, was man da fährt und so. Aber das kann man schon schaffen, aber ich glaube, für diejenigen, die sich nicht für so ein Fahrzeug begeistern können und die sich auch nicht der Verantwortung bewusst werden, ist es dann, glaube ich, eher nichts. Aber es ist, wie gesagt, alles schaffbar. So, aber das, was wir gerade eben gesehen haben, das ist, da kommen wir zu den Anekdoten noch, das ist mir tatsächlich mal passiert. Ich zeige euch jetzt gleich mal, auch wenn uns das ein bisschen Geld kostet, was mir da passiert ist. Ich habe gesehen, dass die Ampel auf Rot umspringt. Die war bei Gelb. Ich dachte mir, bremste. Dann dachte ich mir, schaffst du noch? Und dann stand ich ungefähr so auf der Kreuzung. Also ich dachte mir, die Ampel war auf Gelb. Dann dachte ich mir, bremste. Dann dachte ich mir, ah, ist immer noch auf Gelb. Gibst du noch mal Gas? Und dann sprang sie aber auf Rot und dann habe ich gebremst. So, Resultat meiner Aktion war, dass ich so stand. Herrlich blöd. Mitten auf der Kreuzung, so dass ich niemanden blockiert habe. Also der Verkehr konnte auch fließen, weil auch das eine relativ langgezogene Kreuzung war. Aber ich konnte natürlich nicht sehen, wann jetzt die Ampel umspringt. Und da hält man natürlich auch nicht. Man hält an der Ampel, an der Haltelinie. Und nicht irgendwo dahinter, 3 Kilometer gefühlt. So, war natürlich eine herrliche Situation. Dann irgendwann standen wir. Und ich glaube, hinter mir war auch ein LKW-Fahrer. Und ich glaube, der hat sich ins Fäustchen gelacht und dachte sich, jo, das hatte ich auch mal. Der war auch gar nicht dann irgendwie, hat jetzt keine blöden Aktionen oder was danach nochmal gemacht. Der war nämlich auch danach noch ein bisschen hinten dran, sondern der hat dann einfach mir eine Lichthupe gegeben, als die Ampel dann grün wurde und dann wusste ich, ich kann losfahren. Aber es war so eine gewisse Spannung im Haus. Ich wusste ziemlich genau, dass das eine sehr dämliche Aktion war, die ich da gerade vollbracht habe. Für diejenigen von euch, die jetzt noch nicht mit dem LKW gefahren sind, muss ich das vielleicht auch mal erklären. Diese Situation, dass eine Ampel auf Rot schaltet, hat man relativ oft. Hat man auch beim PKW natürlich, aber beim LKW ist das ein bisschen was anderes, denn, man bewegt ja viel mehr Masse und man muss sich da ein bisschen besser überlegen, wann man bremst. Und wenn man sieht, das schaltet jetzt... Also, mit einem LKW eine Vollbremsung hinzulegen, ist nochmal ein bisschen was anderes, als mit einem PKW eine Vollbremsung hinzulegen. Und gerade in der Stadt ist das vielleicht auch nicht so gut. Gerade wenn dann direkt hinter einem Autos sind. Deswegen muss man sich da ein bisschen überlegen, fahre ich jetzt noch oder halte ich an der Ampel? Mit der Zeit bekommt man da sicherlich eine Routine. Am Ende hat es mir jetzt auch keine Probleme mehr bereitet. Aber in der Situation war es eben noch so ein bisschen ungewohnt für mich und ich wusste nicht so ganz, wie handle ich da jetzt. Ja, und das war dann das Resultat. Ich dachte halt, ich schaff's noch. Dann habe ich mich aber doch dagegen entschieden und dann habe ich doch gebremst. Tja, und dann standen wir da mitten auf der Kreuzung. Und da war so eine, wie gesagt, so eine gewisse Spannung im Cockpit hier. Habe ich dann aber auch ziemlich schnell die Situation aufgelöst und gesagt, ja, war eine dumme Aktion. Und mein Fahrlehrer hat dazu übrigens nichts gesagt. Der hat einfach nur gesagt, glaube ich, so oder so, als wir dann standen. Aber der hat dazu nichts gesagt, denn, und das rechne ich ihm auch hoch an, der hat mich nie angebrüllt bei so einer Situation. Oder hat irgendwie sonst rumgetobt oder so, sondern der hat dann einfach kurz mir, der hat dann einfach mal kurz so einen,
so einen Moment Stille gehabt im Haus hier oder im Cockpit hier. Und das war dann so eine gute Gelegenheit für einen selbst, das nochmal so zu durchdenken. Und wenn er das Gefühl hatte, man hat gemerkt, was man jetzt gerade gemacht hat, und man hat auch festgestellt, dass das eine relativ dumme Aktion war, dann hat er es auch gut sein lassen. Also dann war das für ihn sozusagen abgeklärt. Und da muss ich sagen, war ich ihm sehr dankbar, denn es gibt ja auch Fahrlehrer, da hatte ich beim PKW so einen. Der ist immer richtig, der war so fast cholerisch. Oh nee, schrecklich. Wenn dem da irgendwas nicht gepasst hat, wenn ich da irgendeine abknickende Vorfahrtsstraße nicht beachtet habe oder so, dann kam der direkt so ein Gezeter da. Ah, nee, schwierig. War nicht so mein Ding. Der Dirk war ein ruhiger Mann, hat mir 2-3 Sekunden gegeben und dann war klar, jo, hat er gemerkt, war dumm, machen wir nicht nochmal. Und danach ist es tatsächlich auch nicht mehr passiert. Naja, das war so eine Aktion. Und dann habe ich irgendwann mal jemandem im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen. Bin ich einfach reingefahren. Da wurde auch kurz ein bisschen sauer. Meinte, so, Prüfung zu Ende. Ja, habe ich dann auch gemerkt, habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Das war auch ein bisschen dumm. Ja, man muss sich seine Aktion mit so einem LKW ein bisschen besser überlegen. Man kann nicht einfach fahren, sondern man muss ein bisschen überlegen, was man macht, wann man macht's und warum man es macht. Und bevor ich das vergesse, ihr fragt euch vermutlich auch, was kostet jetzt so ein LKW-Führerschein eigentlich? Wie gesagt, ich habe keine Berufskraftfahrerausbildung gemacht oder diesen Schein, diese Schlüsselnummer oder was das ist, Schlüsselzahl, die dann noch eingetragen wird. Das habe ich alles nicht gemacht. Und ich habe auch kein CE gemacht. Ich habe nur C gemacht. Und ich habe ein bisschen mehr gemacht, als man machen müsste. Bei mir hat es jetzt am Ende des Tages, glaube ich, ungefähr 2600 Euro gekostet. Mit Umsatzsteuer, meine ich. Ja, muss dabei gewesen sein. Also 2600 Euro ungefähr. Ja, aber wie gesagt, kann man auch ein bisschen günstiger noch bekommen. Also irgendwie so, ich würde mal so sagen, 100, 200 Euro günstiger. Wäre es vielleicht noch gegangen. Aber das wäre dann auch das Minimum, was man da auf den Tisch legen muss. Naja, aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und mein Leben ist jetzt wieder um eine Erfahrung reicher. So, abschließend zum Truck. Ich verstehe nicht ganz, was er hier hat. Will er die? Ah, die Handbremse will er. Ah. Ja, das kann natürlich sein, dass man das machen muss. Es gilt immer Gang raus und Handbremse rein, sobald man steht und irgendjemand hier von Bord geht oder an Bord geht. Und wenn man hier einsteigt, also hier reinkommt, dann macht man hier unten links an dem Sitz, macht man den Sitz erstmal hoch. Also da ist irgendwie so eine Federung drin, die aktiviert man dann erstmal. Und dann stellt man sich hier vorne das Lenkrad richtig ein. Das kann man dann ein bisschen zu sich holen. Und ja, dann ist man im Prinzip auch schon startklar. Die Spiegel noch einstellen. Gegebenenfalls dann eben den Anhänger dran machen, wenn man das machen muss. Und dann kann man auf Drive stellen und kann loslegen. Gut, wir machen ausgezeichnet. Was gab es für einen Abzug? Kein. Okay. Dann machen wir an der Stelle mal Schluss. Das soll es mit der XXL-Folge gewesen sein. Das war also alles zum Führerschein. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen klären. Wenn ihr noch irgendwelche Anekdoten wissen wollt und dann auch irgendwas wissen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, kann ich dann gerne in der nächsten Euro Truck Simulator Folge nochmal drauf eingehen. Das war es allerdings für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Tschüss!